Ich werde nicht brutal veraimen, aber man wird sehr merken, dass ich anderthalb Jahre kein COD mehr gespielt habe. Natürlich. Also spielen wir mit Shotgun? Ich spiele jetzt mit Shotgun, ja. Alles klar. Okay. Du musst mich mal einladen, so. Ich hab dich doch. Warte. Einfach Zockerritze, ne? Bei mir wird es nicht angezeigt. Habe ich die auch nicht in der Freundesliste? Warte mal, wer hat denn mehr Airbus, Mann? Das habe ich doch gestern schon bei Elias gesehen. Okay. Ja, Leute. Wie viel Abos hast du? Ja, weiß ich nicht. Also ich muss erstmal gucken, was du so hast. Ha, du musst mich adden, Alter. Komm. Oh, okay. Ich mach zwar die ganze Zeit nur der Abos, so, aber ich habe noch mehr Abos als du. Aber du wirst wohl Doppel-R geschrieben, oder nicht? Ja, normal. Kannst du mir nochmal buchstabieren, wie du geschrieben hast? Du Spasti, Alter. Ja, da kannst du mal Zocker und dann Ritze halt. Ja. Ja. Doppel-R. Ja, hab ich. Bruder, du willst doch nur, dass ich dich adde, ey. Sei mal ehrlich. Zocker. X Zocker. Schreib mal in die Kommentare, ob ich das jetzt falsch eingegeben habe oder ob ich behindert bin. Hast du eine bekommen? Ja. Hast du falsch geschrieben? Nee. Übrigens, mein bester Kollege feiert dich übel, ne? Und der guckt gar keine COD-Videos, ne? Oh, das freut mich. Ja. Wie heißt der denn? Simon. Simon, ich hoffe, du hast noch ein paar Weihnachtsgeschenke offen, die du über Amazon bestellen möchtest. Und vielleicht schaust du da mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich für dich Spatz da draußen. Eine kleine Überraschung bereit. Packst du in deinen Adventskalender auch schön viel Werbung rein? Ja. Vernünftig. Jetzt ist Ulx Charlie am Drücker. Er hat 3 Jahre Monetarisierung am Start und schon geht's los. 3 Jahre lang YouTube ohne einen einzigen Cent und jetzt die Rache der Sith. Jetzt wird direkt der Adventskalender durchgeballert. Mit sehr vielen interessanten Gästen. Dort bekomme ich auch was zurück dafür. Weißt du, das ist ja mein eigenes Weihnachten. Ich beschenke mich in Werbung und die Leute kriegen auch Geschenke zurück. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, Mann. Produzier doch mal. Chris hat mega abgefeiert, als ich geklatscht habe. Okay, dein Style ist auch... Hallo? Was hast du da für eine Brille auf? Die ist fresh as fuck. Ich finde den Typ echt krass. Ich finde, der sieht krass aus. Der sieht so aus wie einer, wie so ein intelligenter, aber mäßig auch so aggressiv. Ja. Bist du bereit? Normal. Bist du bereit? Safe. 12, 11, 10. Das muss ich jetzt auch noch machen. Okay. Aber ich kann nicht zählen. 5, 4, 3. So, das hier ist die nächste Episode oder Folge vom Türchen Adventskalender. Okay. Heute mit einem sehr... speziellen Gast. Er ist schon länger in dieser Call of Duty Community aktiv, kann man nicht sagen. Und hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas zurückgezogen, aber ist immer noch eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Wir begrüßen heute Zockerritze. Meinsens. Und ich setze jetzt einfach, weil das jetzt hier schon fortgeschritten ist im Adventskalender, dieses Rentier-Overlay, Leute. Das ist nicht... Huch, ich glaube, das erkennt man gar nicht in der Facecam. Da muss ich mich echt ein bisschen bücken, damit man was sieht. Egal, wie scheiße ich jetzt gerade aussehe, aber das ist der Weihnachtsflow. Du wirst es im Video sehen, Julian. Oh! Also wir machen, da bist du ja schon! Wir machen heute only Shotgun, weil ich glaube, Shotgun bin ich gar nicht so schlecht. Oh. Leute, ich rieche den ersten Sieg. Wenn du mich schon den ersten Kill machst, dann wird es ja gefährlich. Komisch, wenn ich nie zocke. Ja komm, ich kann auch hier langlaufen. Handjog. Autsch. Oh boy. Hostvorteil, ganz klar. Bruder, ich bin der absolute Noob mit Shotgun, ne? Ah, oh, nice. Headshot, okay, ist nicht so schlimm, Kann mal passieren, ne? Blindes Huhn trifft Ammer, ne? Oh, das war dumm, okay. Ah. Muy bien, gracias. Verdammt, ey, du warst schneller. Eine andere, nee, ne? Du hast die gleiche wie ich. Ja, komm rum. Worauf wartest du? Ah, jetzt hast du die Brandmunition an, ne? Scheiße, okay. Oh, man. Sicher, dass es der erste Sieg wird? Ja, das wird der erste Sieg, mit Ansage. Okay, du bist sicher? Burn. Du kannst auch mit zweiten Waffe spielen und darfst immer noch, also das sage ich jetzt jedem Gast, du kannst auch immer Fake-Reactions machen, wenn du getötet wirst oder so. So richtig übertrieben cringe-mäßig. Okay. Oh no! Na!
Oh. Ah, okay, das sieht sehr gut aus für euch. Es geht nur bis 15, Leute, übrigens, also falls ich das noch nicht erwähnt habe, geht nur bis 15 Geld. Das erhöht die Spannung bzw. die Arbeitsleistung, die ich erbringen muss, um an Monetarisierung zu kommen. Du brauchst ja nur Hauptsache Werbung draufklatschen, oder? Danach sage ich der Inhalte komplett egal. Ich bin so scheiße. Also du gehst hier in die Geschichte an als erster Mensch, der vielleicht gegen UX Charlie, bei dem es aussah, als würde er gegen UX Charlie verlieren. Ja, ich muss dir mal vor Augen führen. Ich brauche die Geheimwaffe. Bam! Halt's Maul! Ne, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Da hat er den Barftisch ausgepackt. Barftisch! Ja. Oh. Haben wir uns beide gegenseitig, oder? Okay, gut, sehr gut, sehr gut. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Julian ist Zelos Champion. Hallo? Also das der müssen wir doch wissen, sei mal ehrlich, Mann. Das größte Call of Duty Event in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Zelos Sieger. In dem Ulrich Schalli selbst noch nicht angetreten ist. Ja, 18 verteidigen auf Raid, würde ich sagen, oder? In dem Royal rausgeworfen wurde, weil er jemanden Bastard genannt hat. Und Master Scorpion sein eigenes Team bekommt, obwohl er auf der LAN andere Leute als Bastard beleidigt, im Livestream vor 2000 Zuschauern, ja. War ich dabei, das war echt lustig, ey. Jetzt wird's langsam intens, ne? Du bist aus dem Nichts, du bist aus dem Nichts geflogen, Alter. Alter, dass dich das nicht gekillt hat, Mann. Ja. Das kann nicht sein. Na. Oh, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Scheiße, okay. Ja, nee, ist egal. Egal, das gewinne ich jetzt noch. Ich hab jetzt auch gar keinen Bock mehr, über irgendwelche Themen zu reden oder so. Ich will eigentlich nur erzählen, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Du musst so sweaten, Alter. Du musst so sweaten. Wann war das nochmal, als wir uns das erste Mal gesehen haben? Erzähl mal, Julian. Da war auf jeden Fall plötzlich ein Wikinger vor mir, Mann. War auf der Gamescom, ne? 2016? Oh, du Wichser. War auf der Gamescom 2016, ne? Und seitdem? Seitdem bist du auch bei UX. Bin ich bei UX? Ja, du bist, ja. Ich dachte, ich wäre nur ein Public-Team. Nee, war bei den Randys. Achso, ach ja, die Randys, Mann. Ja, komm doch mal her, was soll ich denn dich jetzt challengen? Nee, du bist doch anführend. Ich warte jetzt hier einfach auf den Sieg. Oh, ich hoffe, ihr fiebert für mich mit jetzt hier. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr meint, UX Charlie gewinnt das. Ja, ich wollte eigentlich viele Daumen hoch auch diesmal bekommen. Aber Leute, wenn ich das hier gewinnen, dann müsst ihr, also oder? Der ist es schon sehr intens, muss ich sagen. Also ich fühle das sehr gerade. Ja, so, du bist schon hart im Headglitch, muss ich sagen. Komm mal da raus. Aber es war schön intens, muss man sagen. Oh, aber ich krieg natürlich die... Jetzt bekommt die Playoff, wenn das juckt eh keine Sau, Alter. Also sei mal ehrlich, Mann, das ist geil. Leute, UX Charlie gewinnt das erste Spiel des Adventskalenders gegen jemanden, der gerade erst Level 16 geworden ist und das Spiel seit 3 Tagen hat. Aber Leute... Es war eindeutig spannend. Können wir uns darauf einigen? Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank an Julian. Ich überlasse mir cringe-mäßig Julian dann das Schlusswort. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag. Wenn ihr nicht über den Amazon Ref-Link bestellt und nicht alle Werbung durchgeguckt habt, dann läuft auf jeden Fall was schief. Ich wünsche euch noch was. Haut rein. Ciao, ciao. Und Finger weg von den Drogen.